mach's gleich. Irgendwo müssen doch diese Sanitäter sein. Der Alois und die Elsbeth Gscheiderle, wo sind denn die? Alois? Elsbeth? Ich hab keine Ahnung. Ach, da sind sie, auf der Bühne sind sie, klar. Da. Blaulicht, Blaulicht. Tata! Tatü! Was machen wir denn jetzt? Suchen, ich guck von da oben, du krabbelst mal unter den Tisch unter durch. Ja, prima, ich kann wieder das Drecksgeschäft machen. Denen mal ihre Fies weg. Ich hätte bei uns zwei zum Sagen. Außerdem hab ja ich dich geheiratet und nicht du mich. Und ich habe auch den Bausparvertrag mit in die Ehe gebracht. Du bloß deine Mutter. Und? Ich geb dann schon laut, wenn ich einen hab. Brav, Alois. Such. Such, Alois. Such. Und ein Gebiss hab ich auch gefunden. Das schiebe ich in den Hosensack. Neu halt ich das oben ein, nachher schnappt's. Ja. Skirgeli. Jetzt kommt die Pflatschräge, genau. Zum Wohl. Durch die Öffnung durchführen und am rechten Ort zur stabilen Seitenlage einrasten lassen. Aufwärmen, ach den Lotto. Es geht nicht. Mit dir. Du bist aber auch ein steifer Bock. Ah, halt sie da, sofort aufhören. Nein liegen. Was? Nein liegen. Wie? Sofort nein liegen. Ja, um Gottes Willen, ich hab doch gar nichts da. Sofort nein liegen. Ja, doch nicht auf der Rigge, das ist doch kein Betriebsausflug. Ach. Umdrehen. Ja, da steht sie. Eine Schusswaffe? Eine Schusswaffe. Also Moment mal, das müssen wir geschwind klären. Ja, was? Klären Sie mal. Das ist doch keine Schusswaffe. Das ist mal eine Sprühflasche. Jetzt brauchst du gar nicht so wichtig da. Ach, du meinst auch, du bist in 14 der Laterne. Am Anfang leuchtest und nachher stinkst du bloß noch. Du sollst da nicht reinlegen. Du weißt ganz genau, dass ich da kitzelig bin. Ich und muss, ich bin im Dienst. Ach, komm jetzt, Christoph, du Schlamper. Ehrlich, wenn du nachher heimkommst. Ich sag dir jetzt etwas im Vertrauten, aber das ist Top Secret. Was für ein Secret? Top Secret, das heißt geheim, verstehst du? Das ist britannisch. Wenn für eine arabische Delegation haben wir einen Schulungsfilm dreht, wie man gegen eine aggressive Staatsgewalt friedlich demonstriert. Und na? Und in Tunesien und in Ägypten haben sie es schon eingesetzt. Ach was? Ja, da, Mapusa Idee war's. Echt? Ja. Ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Alois Gscheidle. Natürlich. Er darf sich kurz vorstellen. Na, du bist quasi so, wie wenn ich gar nicht dabei bin, hä? Ich rennt fiech, ich blöd. Deswegen haben wir ein Merkblatt. Und auf diesem Merkblatt haben wir alle wichtigen Verhaltensregeln auf diesem Merkblatt. Sag mal. Und ihr lacht auch noch. Jeder merken müssen, dass wir einen Hänger haben. Ha, ich hab keinen. Mach Platz, stell dich auf deinen Stuhl, dreh dich rum, mit dem Rücken zu mir. Dann biegel ich das geschwind aus. Sag mal, hast du da einen Hallux? Macht er mir ein Knicknei? Aber wenigstens, ich hält's der Butter weg. Sag mal, was machst denn du da? Ich lasse die Raucher aufstehen. Das ist ein gefährdeter Personenkreis. Und das habe ich dir schon daheim gesagt, dass du das nicht wieder machen sollst. Elsbeth, dann machen wir es jetzt so. Du machst eine Durchsage. Alle Frauen sollen sich oberum schon mal frei machen. Und ich gehe runter und uns Brüschle abhorchen. Jetzt kommst du dran. Einatmen. Ausatmen. Fertig. Sag mal. Du Schlamperle! Mach, dass du raufgehst!